Guten Morgen, liebe Traderinnen und Trader. Hinter mir das Bild. Die Maske auf der Nase ist das, was die Indizes gerade spielen. Neueste Meldung um Covid-19 drücken die Märkte ordentlich von oben nach unten. Das ist das, was der Markt gerade spielt. Und da sieht man mal. Wie schnell die Richtung hier wechseln kann. Vor ein paar Tagen haben wir noch über schöne Aufwärtsszenarien gesprochen. Der DAX hatte vor kurzem sogar noch die Chance, aus einer Range oben rauszubrechen und Richtung 12.913.000 Punkte zu laufen. Vorausgesetzt, die Range wird oben überschritten. Aber wir haben ja hier. In den morgendlichen Besprechungen auch darüber gesprochen, was passiert, wenn man die Unterseite bespielt. Und das schauen wir uns heute auch mal im DAO an. Nämlich da ist genau auch das passiert wie im DAX. Also heute auf der Uhr bei den Indizes der DAO, bei den Währungen britisches Fund Kann-Dollar und Euro-Neuseeland-Dollar. Das Ganze gleich live in den Charts und wie immer an dieser Stelle gerne auch die, ja. Die Bitte, der Wunsch, wie auch immer, wer Lust hat, einen Markt analysieren zu lassen, bitte rein in die Chats auf Facebook und auf GoToWebinar und dann kümmere ich mich sehr, sehr gerne um den ein oder anderen Wunschmarkt und ich sehe auch schon die guten Morgengrüße, danke dafür. Das freut mich sehr. So, jetzt kommt wie immer der Risikohinweis. Bitte in Gänze zur Kenntnis nehmen, das Teil. Sie wissen es: der Handel mit Devisen und CFDs auf Margin, der kann zu Verlusten führen. Damit können wir einen Punkt runter machen. Und wir schauen jetzt mal auf die Nachrichten. Wir sehen heute Morgen. Doch positive Nachrichten vom GfK Konsumklimaindex. Es hält sich auf. Immer noch äh, schlechte Zahlen natürlich. Wir hatten äh, im vorigen Monat minus 18,6. Die Prognose war minus 12. Wir liegen hier ein gutes Stück besser als die Prognose mit minus 9,6. Ist aber immer noch ein fettes Minus. Aber es steigt so langsam an und das ist ja das, was wir brauchen an dieser Stelle: diesen Anstieg und dieser Anstieg, wenn der sich natürlich fortsetzt, Stück für Stück. Dann könnte es hier weiter positiv aufwärts gehen. Die Aktienmärkte spielen das gerade nicht. Die haben das alles schon natürlich ein bisschen vorweggenommen. Das sind jetzt die Zahlen, die hinten rankommen. Aber es ist auf alle Fälle mal ein gutes Ergebnis, dass wir hier nicht mehr nach unten, sondern Stück für Stück langsam wieder nach oben laufen. Auf was können wir heute? Auf der Nachrichtenseite noch warten. Wir kriegen um 13.30 Uhr das EZB-Sitzungsprotokoll aus Europa sozusagen. Ganz klar die EZB, die Europäische Zentralbank. Um 14.30 Uhr bekommen wir dann Daten aus den USA, namentlich genannt den Auftragseingang für die langlebigen Güter. Wir bekommen das Bruttoinlandsprodukt, die Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe. Das ist wie immer ein sehr, sehr wichtiges Thema. Und die Einzelhandelsbestände, die kommen heute allesamt um 14.30 Uhr. Und dann Gibt es am Nachmittag noch Reden von, äh, sage ich mal, Notenbankmitgliedern hier aus Europa und auch den USA? Das sind hier an dieser Stelle jetzt keine Reden von den Chefs, deswegen sind das hier immer nur mit zwei Bullenköpfen gesehen man muss sehen, ob der Markt drauf reagiert, aber auf alle Fälle, man sollte auf der Uhr haben, dass da ein bisschen was geplänkelt wird und möglicherweise die ein oder andere Reaktion auch kommen kann. Ja, das ist der Blick in die Tagesnachrichten und damit schalt ich um in den Stereo-Trader hier zusammen mit den Meta-Trader und wer das Ganze noch nicht kennt oder gesehen hat, ich arbeite ja hier für die Charterkennung, um das Ganze auch einfacher zu visualisieren mit dem MTON Live-Signal. Das macht für den einen oder anderen Trader doch das Trading ein bisschen einfacher. Wir starten mal zuerst mit den Währungen. Wir fangen an mit Euro, Neuseeland-Dollar. Die neuseeländische Notenbank hatte gestern ihre Sitzung. Die hat sich etwas dovish gezeigt. Heißt also, an dieser Stelle muss man einfach konstatieren, was ist hier passiert. Die Notenbank hat getagt, die Sitzung war da entsprechend und zack, ging es mit der Währung ein gutes Stück nach unten. Wenn wir uns das mal ganz kurz anschauen wollen hier auf Tagesbasis, schaut mal, beziehungsweise nicht nach unten, sorry. Natürlich, die Währung der Neuseeland-Dollar ist schwächer geworden, deswegen kriegen wir hier jetzt einen Aufwärtsschub oben ran. Ähm, ganz klar. Die Waage, das hatte ich ja erklärt, wie das Ganze funktioniert. Wenn wir uns das mal im Tagesschatt anschauen, dann sehen wir es hier. Gestern direkt die Dynamik oben rauf. Und wenn wir das Ganze oben wirklich wegnehmen und diese Marke hier von 1,76 überschreiten, dann sehen wir hier im größeren Bild, im größeren Kontext natürlich auch einen Richtungswechsel. Dann haben wir einen Aufwärtstrend. Das muss jetzt aber erst kommen. Wir sehen hier an dieser Stelle schön dieses Umkehrbild. Wichtig ist halt zu wissen, auch wir haben hier halt die Schwankungsrange, diesen Schwankungsbereich. Ne? Oben der Deckel 1,76. Unten haben wir allerdings auch eine schöne Bodenbildung gesehen hier, 1,733. Das sind die Marker, die wir hier sehr, sehr schön haben, wo man schön nach oben laufen kann. Und das wird jetzt wirklich interessant zu sehen, was passiert hier. Deswegen schauen wir jetzt mal in die Stunde rein, in den Trend der Stunde entsprechend auch. Ich zoome das mal kurz etwas näher zusammen. Hier sehen wir nämlich schön diesen Seitwärtslauf und hier diese Bodenbildung. Ne? Unten ran gelaufen, hoch, ran gelaufen, hoch. Und jetzt trendet der Markt im Kleinen hier so Stück für Stück rein. Und dann äh, müssen wir jetzt wirklich sehen, was hier oben passiert. Im kleinsten Bereich sehen wir jetzt natürlich hier eine gewisse Schwäche. Für die Long-Seite ist es ganz, ganz wichtig, dass der Markt wirklich oben drüber geht. Das heißt, wir müssen tatsächlich über die 1,76 drüber. Passiert das nicht, dann hängen wir wieder in dieser Range und dann kann das ewig dauern, bis sich das Ganze auflöst. Also wie schon gesagt, die Chance ist da. Wir haben hier gestern die kleine Aufwärtstrandbildung gesehen. Ich skizziere das mal ganz kurz ein. Schaut mal hier, ging es nach oben, dann gab es eine kleine Korrektur und dann hat der Markt nach oben hin in Richtung der Begrenzung ordentlich Gas gegeben. Und jetzt wäre es halt wirklich sehr, sehr wichtig zu sehen, dass wir tatsächlich rumdrehen, oben drüber fliegen und dann haben wir gute Chancen, uns hier nach oben hin zu orientieren, wenn wir uns diesen großen Schub mal anschauen hier. Der größere Anlaufbereich wäre dann hier oben die Marke von 17987. Das hier oben drauf, zwischendurch die Anlaufpunkte, die haben wir natürlich auch noch da. Schauen wir mal hier im ganz kleinen Bereich natürlich hier dieses Zwischenhoch knapp um die Marke 1765 und dann geht's weiter hier haben wir noch ein kleines Swing High im Stundenchart hier das ist das Level um die Marke von 1778 182 in etwa das sind Wegpunkte nach oben sollte es der Markt tatsächlich schaffen, oben reinzulaufen. Gibt es einen Abprall? Ganz klar findet der Markt erst einmal wieder die Orientierung hier unten um die 1,73,3. Ja, das ist der Bereich, der hier als Boden gehalten hat. Das wäre das Erste. Wenn man sich das etwas näher anguckt im kurzfristigen Bereich, haben wir natürlich hier in diesem Ausbruchsbereich einen Support. Das ist hier ganz knapp in etwa die Marke um, ja, was haben wir hier, um die ähm, ja, 1,74, knapp 6. Ich mache das mal groß. Grün äh, an dieser Stelle, als wäre man ein kleines Support-Level an dieser Seite, was wir haben. Und dann natürlich, was man nicht vergessen darf, ist dieses Umschwung-Level hier oben. Also das, wo der Markt gerade auch verharrt, da sehen wir auch ganz klar. Das war hier erst Widerstand. Jetzt sind wir drüber gelaufen. Jetzt sollte es Support sein. Das heißt, hier kriegen wir relativ flott eine Antwort, ob wir tatsächlich hier schon wieder Käufer im Markt sehen oder nicht. Wenn wir die Käufer im Markt nicht sehen, wie schon gesagt, ist das der Abverkauf, die Ausdehnung erstmal auf diese Aufbewegung hier oben rauf. Und da muss man schauen, was kommt. Wenn wir rumdrehen, haben wir Chancen, den Widerstand rauszunehmen. Ansonsten ganz klassisches Abprallszenario hier von oben, von der Oberseite der Range. Erst einmal hier unten in. Ja, Richtung dieses kleinen Bodens im Euro-Neuseeland-Dollar. So, das wäre das eine. Britisches Pfund kann äh, dollar ist die zweite Währung, die ich heute Morgen mit Blick auf die FX-Geschichten da habe. Und hier ist es sehr, sehr, sehr interessant an dieser Stelle, was wir hier sehen. Wir haben jetzt mal hier den Stundenchart. Was wir im Stundenchart sehr, sehr schön sehen können, ist: schaut mal hier, das hier war der Aufwärtstrend in der Stunde. Das war die Korrektur. Des Abwärtsschubs. Und jetzt schauen wir uns das Ganze mal eben auf Tagesbasis an, damit wir die Verortung nicht vergessen. Und jeder, der diesen Chart hier sieht, sollte sehen, wir sind verortet innerhalb eines Abwärtstrends. Ich zoome es mal kurz ran. Also hier schaut mal im größeren Bild, wenn wir uns die Woche anschauen hier. Haben wir wieder diese gigantischen Ausschläge. Und das ist wieder die Sache, die ich äh, im, in letzter Woche Freitag auch angesprochen habe. Diese riesengroßen Seitwärtsphasen. Das ist einfach Irrsinn, äh, wie lange die Märkte brauchen, das Ganze auch zu verarbeiten äh, und sich dann irgendwann mal zu verabschieden, um wieder in schöne, saubere Bewegungen reinzugehen. Ja? Und deswegen gibt es da, das sind diese Shopping-Markets immer dieses Hin- und her So, Wenn wir uns den Tageschart jetzt mal anschauen, dann sehen wir ganz klar, hier ist es auch eingezeichnet, wir sind momentan in einem Aufwärtstrend verortet. Und wenn wir uns das mal etwas näher noch anschauen, schaut mal rein hier haben wir tatsächlich einen Bereich gehabt, als wir untergeordnet den Abwärtstrend gebildet haben, also Abwärtstrend in Abwärtstrend, ne? also hier der kleine Abwärtstrend, hier der Abwärtstrend auf Tagesbasis, war hier um die 169,926, das war das Tief dieser Tageskerze hier, das ist das Verkaufslevel hier unten, da hat sich dieser Abwärtstrend untergeordnet gebildet. Und der hat jetzt sehr, sehr schön korrigiert. Gestern haben wir den Peaks gehabt oben rein mit etwas über 1,70 ähm, in dieses Widerstandslevel und wurden komplett abverkauft. Ne? Das ist der starke Schub nach unten. Und dieser starke Schub nach unten, der hat jetzt halt dafür gesorgt, dass wir den korrektiven Aufwärtstrend beenden. Und das ist das, was wir im Stundenchart jetzt auch sehen. Der Stundenchart an dieser Stelle, schaut euch das Ganze mal an der ist jetzt halt nach unten unterwegs ne? also das heißt wir haben sozusagen hier das letzte Korrektur-Tief rausgenommen deswegen ist hier diese blaue Linie auch eingezeichnet das war untergeordnet das Level um die 1,692,40 da sind wir schön oben reingelaufen in den Widerstand und dann gab es diesen starken Schub nach unten und das ist jetzt eine interessante Story ähm, erst einmal haben wir hier eine Range das wird vielleicht den ein oder anderen Range-Trader interessieren der Ausbruch nach oben oder unten wäre interessant ähm, für die Long-Seite wäre es natürlich so wenn wir jetzt tatsächlich oben drüber ausbrechen, würden wir hier wieder einen kleinen Aufwärtstrend bilden. Ich äh, klinge euch das mal ganz kurz ein. Schaut mal hier im kleinen schwingt der Markt hier hin und her. Wartet mal, ich mache das mal kurz etwas größer. Ich hoffe, man kann es sehen. Schaut mal hier der kleine Aufwärtstrend ist ja jetzt schon da, aber das ist hier so eine, so eine Innenkerze oder so ein Außenstab, also das ist hier mehr oder weniger durchgelaufen, der Schub nach oben, jetzt hat man hier die Korrektur, jetzt läuft es hier wieder in so einem Außenstab ne? und wenn wir da den Ausbruch nach oben bekommen, ähm, ja dann sehen wir schon Trende der Markt nach oben, dann haben wir steigende Hochs, dann haben wir steigende Tiefs und das ist eher so ein bisschen ein Zeichen, ähm, dass der Markt wieder in die Richtung nach oben möchte und wir dann möglicherweise diesen Aufwärtstrend, den kleinen wieder aufnehmen und als Nächstes wieder oben einen Test der 1,69, also knapp der 1,70er Marke vornehmen. Das ist die interessante Geschichte. Also, das ist das, um das es sich hier dreht. Wartet, ich ziehe euch das mal ganz kurz hier oben rauf. Also, diese Marke hier oben, wenn es da nachhaltig drüber geht, haben wir hier den Trendverlauf nach oben hin und damit ist gut. Brechen wir allerdings drunter und das wäre das Interessante, dann haben wir ein schönes Umkehrsignal. Dann haben wir hier die erste starke Abwärtsbewegung. Das ist dann die korrektive Phase. Und wenn es das wieder runterschiebt, dann haben wir hier die. Die Unterseite zu bespielen und da sehen wir den Weg dann nach unten auch geebnet. Das heißt, an dieser Stelle wäre dann mal die erste Anlaufmarke, die wir hier hatten, das kleine Zwischentief hier unten, also dieser Bereich hier um die 1,687, fallen wir darunter, haben wir dann auch den validen Abwärtstrend in der Stunde. Das heißt, dann haben wir den Abwärtstrend der in der Stunde wieder nach unten laufen in Richtung des Abwärtstrends des Tages. Dann laufen diese beiden Zeiteinheiten wieder kompatibel ineinander. Und wenn das passiert, dann haben wir auf der Unterseite das nächste Schwunglevel laufen. Hier unten die Marke von 168.3. Das war jetzt hier nicht nur irgendein Zwischentief, sondern das war auch dieser Drehbereich hier drüben aus dieser Ecke. Und dann natürlich das Trendtief um die 167.5. Das sind die Marke, die wir hier sehr, sehr schön raussuchen können. Und die Chancen, die der britische Fundkandler definitiv auf der Unterseite hat. Wie ich schon gesagt, aktuell das Level wieder mal ein schönes Drehlevel hier, wo der Markt sich entscheiden kann. Und ja, jeder selbst entscheiden kann, wie. Es zum eigenen Handelsstil passt, ob man eher die kleinsten Zeiteinheiten traden möchte, sich diese Range hier anschaut. Und wenn man das macht, dann guckt man halt mal in den 5-Minuten-Chart rein. Da sieht man nämlich diese Range und in Range ist immer wieder dieses Hickhack hier, was wir haben. Aber hier in dem 5-Minuten-Chart ist halt, wenn wir nach oben ausbrechen, sehen wir halt auch die kleineren Anlaufpunkte ähm, entsprechend auf der Oberseite. Heißt also hier, wenn wir uns das mal rannehmen möchten, hier schaut man dieser kleine Anlaufpunkt hier beispielsweise, dieser Zacke hier um die 169, was haben wir hier, 169,6, das wäre ja mal ein kleiner Anlaufpunkt. Ja, und dann möglicherweise als nächster Anlaufpunkt hier oben dieses Trendentstehungslevel um, ja, knapp den Bereich 169,8. Das sind die kleinsten Anlaufpunkte und in kurzfristigen Trading ist es ja genau das, was wir brauchen, was wir suchen wollen. Wir dürfen hier sozusagen nicht zu gierig werden, sonst dreht der Markt rum und gerade jetzt in diesen Shopping-Markets ist das halt sehr, sehr wichtig, die Handelsideen bzw. die Strategien auch genau auf diese Setups entsprechend an. Zumindest dann, wenn man die Möglichkeit hat. Wer das Ganze als Swing traden möchte, macht es über das Risikomanagement, weil wir haben ja auch immer die Chance, dass da nachhaltige Bewegungen bei rauskommen. Das muss also alles zusammenpassen und dann bleiben wir hier auch weiter im Spiel zum Trading. Und damit gehen wir weg von den geplanten Währungen. Wie schon gesagt, wer noch Fragen hat, ähm, die, da kümmere ich mich gerne auch drum. Ähm, dann äh, schaue ich das Ganze auch direkt mit an. Ich sehe schon die ersten Fragen flattern rein. Das freut mich sehr. Äh, die gucke ich mir gleich an. Wir schauen zuerst mal noch auf den Dow Jones. Und beim Dow Jones habe ich mir gestern echt die Augen reiben müssen, ähm, wie leicht hier das Ganze doch nach unten ging. Nachdem wir am Vortag, also am Dienstag sozusagen, hier doch einen schönen Aufwärtstag hatten, ähm, sehen wir trotzdem, der Markt hat hier latente Schwäche. Ne? Wenn man es einfach mal sieht, wir sind hier unten aus diesem leichten Kauflevel äh, um die Marke von 25.350, 60 Punkten, sind wir schön nach oben gelaufen. Hier hatten wir einen schönen Umkehrtag. Der wurde hier auch bestätigt am, äh, am, 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 am Dienstag. Ja, und gestern, ja, ging es nach unten. Es gibt mehrere Gründe. Wir haben das Thema Neues. Aufflammung von Covid-19. Wenn man sich die Zahlen in den USA auch mal anguckt, da kann einem schwindelig werden, wenn man das sieht. Ähm, und das spielt der Markt natürlich so ein bisschen. Dann gab es jetzt wieder das Geplänkel zwischen ähm, Handelszöllen, äh, ähm, äh, die der Herr Trump wieder mal ins Spiel gebracht hat. Also pff, man merkt, dass da ist ziemlich Druck auf dem Kasten. Das Thema Wahlkampf ist auch da. Gestern lief wieder über die Ticker, dass äh, Biden äh, möglicherweise aktuell vor... Trump in den Umfragen liegt. Also das ist alles ein, eine Gemengelage, die ist gar nicht so einfach und das macht den Markt natürlich auch nervös und wenn wir uns jetzt momentan mal das Chartbild anschauen, dann sieht das aktuell gesehen zumindest nicht allzu bullisch aus, sondern eher angeschlagen und das ist halt das Ganze, was wir im DAU hier sehen. Den, Im großen Index Check Morgen gehe ich hier nochmal näher in die Details und dann nehmen wir der, pflücken wir die Indizes sozusagen mal intensivst auch auseinander und schauen uns das Ganze mal an, was wir hier bei den einzelnen Indizes auch machen können. Das heißt, da nehmen wir uns den Dax nochmal im Genauen vor. Wir schauen auf den Dow Jones äh, beziehungsweise, wenn wir heute da genug haben, möglicherweise nehmen wir den S&P 500 rein und ähm, als, 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 als nächsten Index auch noch den Tech. Der Tech hat ja äh, der US-Tech, der hat ja neues Allzeit-Hoch auch geschrieben. Also da schauen wir mal genau auf die Marker rauf, ähm, was hier wird. Das wurde ja auch gewünscht. Dem Wünschen komme ich gerne nahe. Aber jetzt zurück ähm, zum Blick und wir Sehen, was hier passiert ist. Schaut mal, aus rein technischer Sicht sind wir hier in einem kleinen Abwärtstrend verortet. Das wird vom Trend-Tool auch schon angezeigt. Ne? Eine Sache müssen wir hier ganz klar im Blick haben: Wenn das Ganze hier nach unten geht, für die kurzfristigen Trader ist es jetzt extrem wichtig. Wir sind hier unten in einem echt fetten Unterstützungsband verortet. 25.000 Punkte, das ist die runde Marke. Da haben wir hier schon ein paar Mal angehalten. Schaut mal hier an dieser Stelle raufgelaufen, hochgeschoben. Hier an dieser Stelle raufgelaufen, hochgeschoben, kurz drunter gepiekt, wieder nach oben. Da stehen also Käufer da. Die Frage ist halt nur an dieser Stelle, wie lange halten die Käufer hier noch oder wie lange halten die Käufer den Dau an dieser Stelle noch bei der Stange. Das ist die große Frage. Und das ist das, was jetzt für das Trading hochinteressant wird. Wir haben hier um die 25.362 Punkte-Marke das Level, als dieser kleine Abwärtstrend entstanden ist. Das sieht man auch sehr, sehr schön im Stundentrend. Wir gehen nochmal gleich zurück in den Tagestrend, aber wir sehen es halt. Schaut mal hier, der Markt, der trendet hier sehr, sehr stark nach unten. Da haben wir es schon drinnen hier. Schaut mal, die Bewegung nach unten, die Korrektur und dann den Schub nach unten. Und das ist halt genau dieses Trendentstehungslevel hier. Technisch ist der Trend jetzt entstanden. Wir verharren hier unten momentan so ein bisschen an diesem Level. Und wenn wir uns das Ganze im kleinen Bild mal noch etwas enger anschauen wollen, dann sehen wir halt momentan hier diesen letzten Abwärtsschub. Also das kleine, was wir hier sehen, ist der untergeordnete Trendverlauf. Und schaut mal was wir hier haben. Wir haben hier sehr, sehr schön eine Flagge und diese Flagge hat in diesem Bereich halt einen bärischen Charakter. Und wenn die nach unten wegfliegt, ja, schaut euch das Ganze mal an hier im 5-Minuten-Chart, dann sehen wir, die Korrektur trendet so ein bisschen leicht nach oben und wenn das jetzt nach unten ausbricht, schaut mal, wir haben im kleinsten, im 5-Minuten-Trend, haben wir schon jetzt wieder den Abwärtstrend da und wenn der sich nach unten fortsetzt, dann haben wir deutliche Chancen, nach unten reinzulaufen oder durchzulaufen, durch die Unterseite und dieses Bild ist einfach da und wenn man das mal auf die Stunde projiziert, dann sehen wir halt, ist der Weg nach unten hin zum aktuellen Tagestief frei und dann stehen wir hier in diesen Support-Levels und da wird es sehr, sehr wichtig und deswegen sage ich das jetzt auch für die kurzfristigen Trader interessant. Sollten wir hier tatsächlich äh, unten durchfallen, ist das erste Mal der Ausbruch, kommt wie hier unten unter dem Low-Verkaufsdruck rein, schiebt das Ganze weiter. Das ist hochinteressant. Läuft es dann nehme ich hier unten in die 25.000-Punkte-Marke rein? Und wer sich da setzt, um die 25.000 Punkte, und wir dort plötzlich auf gesteigertes Kaufinteresse stoßen, der weiß, was im Kleinen dort tun kann. Ne? Dann spielt sich das Ganze auf mit den Long-Ideen. Wir können das Ganze mit den Chartmarken jetzt für einen Rebound leider noch nicht durchplanen, weil es halt einfach nicht so weit ist. Also, jetzt an dieser Seite, der Markt sieht sehr, sehr schwach aus und es schaut eher so aus, als wenn er runter anstatt hoch möchte. Wenn er hoch will, haben wir natürlich auch ein paar Anlaufpunkte da liegen. Ah, nein, ich will das nicht in grün haben hier an dieser Stelle. Wir haben ein paar Anlaufpunkte da. Schaut mal hier das kleine Zwischenhoch, was wir hier oben haben. Knapp die Marke von 25.600 Punkten. Das ist auch wieder so eine psychologisch wichtige Marke ne? hier in diesem Bereich. Die, sind, die ist definitiv da. Ja, und dann je nachdem nach Ausweitung hier. Die 26.000 Punkte Marke, beziehungsweise hier oben dann die 26.250. Also wir, haben, wir sind nach oben hin schon da. Äh, da musste das Bild aber für die Oberseite doch deutlich bullischer werden. Es ist nicht unmöglich, die Linien sind da, die sehen wir auch. Von der Seite her wäre das Ganze schon interessant zu sehen. Auf, auf der Oberseite, wie ich schon gesagt, auf der Unterseite gibt es hier mit dem Blick in die kleinen Einheiten relativ wenig Anhaltspunkte. Das heißt, ich persönlich erwarte auch rein aus der Erfahrung heraus, wenn wir tatsächlich hier. Und das Zwischentief drunter laufen, hier also unter das Tagestief, was wir heute haben, um die 25.280 Punkte, wenn wir da drunter rutschen, dann könnte es durchaus den Move unten reingeben und als Anlaufpunkt für die Unterseite hier im kleinsten erstmal möglicherweise unten dieser Bereich, wie schon gesagt, um die 25.100 bis 25.000 Punkte Marke. Das ist der Schwungbereich hier unten, der durchaus da ist und der durchaus für Relevanz sorgen könnte. Entweder mit einem ordentlichen Ablader, das heißt, dass dort massiv Verkaufsdruck reinkommt, oder mit einer ordentlichen Gegenbewegung. Spannend bleibt das Ganze auf alle Fälle. Wir warten mal, was kommt. Gut. Dann hätten wir das. So, und dann schauen wir mal kurz. Wir kriegen hier Fragen. Australdollar, japanischer Yen. Jawohl, den nehmen wir mit rein. Was haben wir noch? Kann-Dollar, Schweizer-Franken. Da haben wir zwei Fragen zum Währungen. Das passt ganz gut. Und so, und jetzt schauen wir mal kurz. Ich habe noch eine Frage bekommen. Warte mal, die trifft die, die größeren Indizes. Die muss ich mir bloß mal ganz kurz durchlesen. Okay, ich lese die Frage mal kurz durch oder kurz vor. Und zwar, man hört die großen Jungs sind short im DAX und die privaten long. Warum steigen dann die Werte, wenn doch die großen Jungs bestimmen, wo es lang geht? <laughs> das ist relativ einfach. Ähm, Angebot und Nachfrage. Und dem Markt ist es ja relativ egal, äh, wer sozusagen äh, die, wie soll ich das sagen? Wer die Order einstellt, ja. ob das jetzt ein großer ist oder ein kleiner, äh, wenn genügend Leute verkaufen, dann äh, fällt äh, der Index, weil die Preise fallen, weil wir Nachfrage über einen Angebotsüberhang haben, beziehungsweise Verkaufsdruck sozusagen. Äh, und wenn äh, die Masse sozusagen eher auf der Kaufseite unterwegs ist, dann ähm, ja, hat man halt dieses Bild, äh, dass die Kurse sich in die andere Richtung äh, bewegt. Das heißt, wir haben einen Nachfrageüberhang und das schiebt dann die Preise entsprechend nach oben. Also dem Markt ist es relativ egal. Ähm, die Aussagen, dass die äh, großen Jungs eher Short sind äh, und äh, die Kleineren oder die Privaten äh, eher die Longseite suchen, das sind immer so, an, äh, oder das so, 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 so Ansagen. Ähm, die sind natürlich da und die haben auch eine gewisse Relevanz. Das muss man an dieser Stelle einfach konstatieren. Das ist ganz klar. Die Frage ist nur, welchen nachhaltigen Eindruck macht das auf die Märkte, äh, beziehungsweise was passiert hier? Man muss, einfach mal, äh, man muss einfach mal verschiedene Sachen auch miteinander be betrachten. Es gibt ja auch ganz, ganz verschiedene Handelsansätze sozusagen, ähm, die wir hier an dieser Stelle haben, wo man einfach sehen muss: okay, ähm, ist es ein Fondsmanager, der beispielsweise Aktien kaufen oder verkaufen muss, äh, weil ein Titel in den Index kommt oder aus dem Index rausgeht? Oder hört man dort von Future-Händlern, äh, wo die professionellen Händler sozusagen die future ähm, traden und dort eher Short unterwegs sind als Long unterwegs sind. Ähm, das ist das andere. Das Dritte, was wir hier an dieser Seite haben, ist natürlich auch die Frage, welchen Anlagehorizont schaut man an. Ja? Das heißt, wenn jetzt beispielsweise jemanden äh, sozusagen äh, einen Anlagehorizont der nächsten ein, zwei Jahre hat und sich jetzt beispielsweise sagt, okay, wir gehen jetzt hier auf die Long-Seite, weil wir sehen einfach jetzt Kaufkurse, auch wenn es nochmal ein ganzes Stück nach unten geht, ähm, dann ist das natürlich ein komplett anderer Ansatz äh, als das, was man hat, wenn man jetzt beispielsweise in kurzfristig Future-Händler sieht. Ich persönlich habe auch meine Position im S&P 500 glattgestellt, einfach weil ich sehe, die Long-Seite ist erstmal vorbei. Das sind komplett andere Handelsansätze und das muss man einfach sehen, nur weil man so eine Nachricht liest, dass man einfach sagt, die Privaten sind Long, die, die Professionellen sind Short, dass das auseinanderbricht. Das ist etwas, das hat man halt auch immer wieder und man sieht es auch immer wieder. Das ist das, was ich persönlich nicht verstehe. Ich merke das ja auch in den Coachings, die ich gebe oder in den Seminaren. Ähm, wo ich übrigens im September auch wieder ein Ausbildungsseminar mache, ähm, da sehe ich das auch immer wieder. Aus irgendwelchen Gründen ähm, gehen die Privaten gerne an die, also gegen den Markt sozusagen rein. Ähm die, die, die gehen jetzt in die Long-Richtung kurzfristig, weil sie sagen sich, okay, das ist eine Übertreibung oder warum auch immer. Und dann wird einfach auf die, auf die, auf die, auf die Long-Seite jetzt spekuliert. Und genauso, wenn die Märkte stark steigen, äh, gibt es die Lager, die sich sagen, der wird auch wieder zurückkommen. Deswegen gehe ich hier einfach short. Warum das so ist, ich habe da wirklich keine Ahnung. Fakt ist allerdings einfach, wir sehen, was der Markt momentan spielt und wer sein Geld verdienen möchte, der sollte sich... Äh, nach dem Markt richten und ich sage auch, wenn ich jetzt jemanden im Coaching habe, kümmere dich nicht um das, was die anderen sagen, schreiben oder reden, sondern kümmere dich einfach darum, wie deine Handelssetups sind und richte dich entsprechend nach dem Markt und kurzfristig haben wir hier den Markt eher zur Unterseite, das heißt ich würde mich jetzt einfach auf die Unterseite setzen, solange wie der Markt das spielt und jetzt müssen wir halt in diesen Phasen, wo die Märkte auch so shoppy sind, immer mal so hin und her springen, auch bereit sein, ganz schnell die Richtung zu wechseln, aber bitte schön nur dann, wenn wir hier tatsächlich die Umkehrsignale bekommen. Und wir sehen, der Markt läuft in die Gegenrichtung. Also, es kommt immer so ein bisschen drauf an, ähm, welchen Zeitrahmen man hier absteckt, welche Handelsstrategie dahinter passt und das Ganze dort reinzubringen. Also, leicht ist das nicht die Frage zu beantworten, aber ich hoffe, ich konnte so ein bisschen an der Oberfläche kratzen, äh, was hier dahinter steckt. Und dann ähm, ja, muss man wirklich sehen, was man daraus entsprechend macht. So. Das dazu. Jetzt schauen wir noch in die Werberung und wir starten mal durch hier mit Kandala Schweizer Franken. Da habe ich sogar noch eine weitere Frage dazu bekommen. Halt, Moment, kurzen Augenblick. Kandala Schweizer Franken, da oben ist er. Gucken wir uns mal kurz im tageschat an. Und zwar habe ich hier geschrieben: Kandala Schweizer Franken an der Trendlinie auf Tagesbasis, tief fünfter äh, und 11.6. nun long. Okay, also folgendes. Thema Long. Was wir hier definitiv haben, ich glaube, das ist die Frage, wo sich auch auf, die, auf diese Linie bezieht. Äh, wenn wir hier sozusagen mal ganz grob hier unten eine Linie reinziehen, ja, dann sieht man ganz klar, wir haben hier eine schöne Aufwärtstrendlinie an dieser Stelle. Das ist das eine. Was wir auch sehen, ist durch diese Aufwärtstrendlinie ganz, ganz klar, ähm, dass wir hier nach oben schwingen. Das heißt, wir haben jetzt hier steigende Hochs. Das sehen wir sehr, sehr schön oben drauf. Und wir haben fallende Tiefs an dieser Stelle. Das ist ganz, ganz klar ein Zeichen für ähm, einen entsprechenden Aufwärtstrend. So, wenn man sich das Ganze jetzt allerdings anschaut, ist hier genau wieder so eine Situation. Wir gucken mal ganz kurz in den Wochenchart, äh, wo wir sehen, wir haben hier eine extrem hohe Volatilität an dieser Stelle. Ja, wir haben es ja gesehen, wenn wir uns das große übergeordnete Bild mal anschauen, hier äh, auch mal in der Woche, äh, dann hat der Markt nach diesem massiven Schub nach unten hier den Korrekturmodus eingeschaltet und hat ja auch mit einer Übertreibung nach oben, wenn wir uns mal diese Woche anschauen, extrem zugelegt. Und diese Übertreibung ist komplett nach unten wieder abverkauft worden in der Folgewoche. Und das ist jetzt der Punkt, wo ich sage, äh, man muss das Ganze ein bisschen einschränken bzw. einrücken. Ich würde jetzt hier an Punkt aus rein technischer Natur ähm, ganz klar sagen, äh, der Markt ist definitiv nicht long. Was jetzt hier an dieser Stelle allerdings interessant ist, ist zu sehen, was macht der Markt an dieser Trendlinie hier. Also diese, diese Linien ist ja einfach nur irgendwas in den Markt gezogen an dieser Stelle, um eine gewisse Visualisierung hinzubekommen. Wenn wir uns das Ganze mal aus trendtechnischer Sicht anschauen. Dann haben wir hier sozusagen jetzt die Situation, dass Folgendes passiert ist. Wenn wir uns diesen gesamten Markt mal anschauen und diesen, diese Trends, wartet mal, ich nehme mal ganz kurz diese Zeichnung hier raus. Ich mache es mal kurz weg und räume den Chart mal ein kleines bisschen auf hier. So dass wir ein bisschen besser sehen können, äh, wenn wir uns das mal anschauen hier an dieser Stelle. Schaut mal, da haben wir verschiedene Marker sozusagen drinnen liegen, was wir jetzt als Trend bezeichnen. Und zwar, ich mache mal kurz das Zeichentool äh, vom GoToWebinar an. Das ist jetzt zwar nicht so schick, ähm, aber ich hoffe, man kann es sehen. Passt auf hier. Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur, Bewegung, Korrektur und dann hier oben die Bewegung rein. Und jetzt haben wir sozusagen die Gegenbewegung. Das heißt, wenn wir das Ganze jetzt sehen kann man sagen, die Frage ist jetzt nicht, ob man jetzt Long gehen kann, weil wir einen Aufwärtstrend haben, sondern man muss ja einfach sehen, wir haben diesen Aufwärtstrend ja schon eine ganze Weile. Ne? Der ist hier drüben entstanden. Der ist, wann war denn das gewesen? Ende März äh, ist, ist dieser Aufwärtstrend, Ende März, Anfang April ist dieser Aufwärtstrend entstanden. Der ist ja längst da. Was wir jetzt hier haben, ist einfach nur die Korrektur des Ganzen ähm, und den letzten Trend, den wir hatten, also sozusagen den Bewegungstrend, das ist dieser hier, den skizziere ich auch mal ganz kurz ähm, und den. Der ist ja sozusagen hier, wenn man sich das Ganze mal anschaut, der ist ja schon gebrochen worden, als der Markt hier runterläuft. Und jetzt wird es halt interessant äh, aus der Richtung her, dass man sagen kann, wie geht es denn jetzt weiter? Jetzt haben wir hier einen starken Schub nach unten gehabt, hier die Korrektur. So und jetzt kommt es wirklich darauf an, was passiert, wie der Markt sich weiter verhält. Wir haben hier unten ein Zwischentief, diese Marke, wenn wir hier drunter fallen sollten, ja, dann wäre das erste Mal der Bruch dieser Aufwärtstrendlinie. Da ist zwar noch kein Abwärtstrend entstanden und dieser größere Aufwärtstrend hier ist auch noch nicht auf dem Markt gelaufen, aber es ist erstmal ein Zeichen, dass der Markt weiter runter will. Laufen wir hier unten drunter unter die 0,69, unter dieses Zwischentief hier, haben wir einen Gegentrend, einen Abwärtstrend? Und das wäre dann das Umkehrsignal für die übergeordnete Abwärtsdynamik auf der Wochenbasis. Das heißt, das wäre ganz klar ein Shortsignal. Und da kommt es jetzt halt wirklich drauf an. Ähm, wie hier an dieser Stelle verfahren werden soll, also was man traden möchte. Ja, als mittelfristig, als Swing Trade würde ich jetzt hier genau hinschauen, was macht der Markt hier. Prallen wir ab, laufen wir hier oben drüber. Als Swing Trade, dann haben wir eine gute Chance, wieder hochzulaufen. Dann hätten wir einen Trend im Trend, also dann hätten wir einen neuen kleinen Aufwärtstrend in diesem schon etwas länger laufenden Aufwärtstrend. Das wäre dann das Long-Szenario. Dann geht es hier oben ganz klar Richtung ähm, Zwischenhoch bei knapp 1,72 bzw. hier oben dann an den Verkauf. Bereich bei 1,725 läuft der Markt allerdings unten drunter und macht den Abwärtstrend, ist es eher die Shortseite, die ich bedienen würde an diesem Punkt. Also wir müssen mal ganz genau hinschauen, was wir machen. Und diese Trendlinie, die wir jetzt hier drinnen liegen haben, die hat aus, aus, aus markttechnischer Relevanz eigentlich oder aus markttechnischer Sicht bezogen auf die Trends. Äh, überhaupt noch keine Relevanz. Ja, die Relevanz ist wirklich erst da, da, wenn wir tatsächlich hier einen Abwärtstrend machen und wenn man sich das große Bild mal anschaut, ist ja erst hier unten um die Marke von 0,68 das letzte Trendtief. Das heißt, diese größere Aufwärtsdynamik, die würden wir ja aus technischer Sicht erst rausnehmen, wenn wir hier unten reinlaufen. Also da ist unheimlich viel Luft und das ist mir persönlich als Trader dann schon wieder viel zu weit. Das heißt, mir persönlich wäre es jetzt relevant. Kriegen wir hier Abgabedruck? Wenn ja, wäre das ein erstes Zeichen, weil es schauen ja viele Händler auch auf diese Marke. Fallen wir unten drunter unter die 069 ist der Abwärtstrend da. Das wäre dann das Umkehrsignal auf der Schutzseite. Heißt also gutes Level hier. Und die Marker, die wir jetzt hier wichtigerweise haben, sind einmal oben die 07032 und unten entsprechend dran hier, wartet, ich zieh's mal dran, diese Marke hier ganz knapp um die 069. Wenn es oben drüber geht, untergeordneter Aufwärtstrend, dann haben wir wieder die Longseite da, die wir bespielen können. Fallen wir unten drunter, haben wir einen Abwärtstrend und dann haben wir eher die Shortseite auf der Uhr. Das ist das, auf was ich schauen würde. Punkt. Gut, das hätten wir da und dann schauen wir uns noch das Währungspaar Australdollar japanischer Yen an. So, ich hoffe übrigens, die Frage zum Can dollar Schweizer Franken wurde vernünftig beantwortet. Wenn nicht, einfach nochmal nachhaken, beziehungsweise morgen nochmal die technischen Sachen mit ins Spiel bringen. Ähm, da haben wir auch ein bisschen mehr Zeit als heute. Gut, vielen Dank für die Rückmeldung, das freut mich sehr. Und wir schauen jetzt auf das Währungspaar Australdollar japanischer Yen. So, da ist er. Zack, oben rein. Gucken wir uns das erste Mal im Tageschart an. Hier im Tageschart, wartet mal, ich bring's mal rüber. Ja... Der chat Eine riesen Seitwärtsphase hier momentan, äh, die wir hier am Laufen haben. Wir gucken uns das Ganze mal ganz kurz auf der Woche an. Schaut euch das mal an. Übergeordnet, ganz klar, Abwärtsdynamik. Aber... Es gab ein ganz starkes Achtungszeichen. Und zwar, wenn wir uns das Ganze hier mal anschauen, oben der Verkaufsbereich um die 76,2 wurde massiv abverkauft. Ähm, und dann geht es jetzt hier wieder nach unten. Das heißt, wir sehen hier doch deutlichen Abgabedruck. Wir haben jetzt hier eine schöne, starke Umkehrkerze bekommen in der Woche. Das ist diese hier. Die hat in der Folgewoche einen Schub nach unten bekommen, so richtig entscheidet sich der Markt hier nicht. Ne? Und was wir jetzt hier an wichtiger Stelle haben, an wichtigen Marker ist hier unten das Zwischentief, das Low, was wir hier unten haben. Das ist so ein gewisser Supportbereich. Und wenn wir uns das jetzt mal auf Tagesbasis anschauen, dann sehen wir hier unten die, die Schwankung, was hier so unten hin und her geht. Also, wir haben jetzt hier wieder seit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Seit 10 äh, Tagen sozusagen, also seit gut zwei Handelswochen, eine Seitwärtsphase. Und in der Seitwärtsphase wäre es jetzt halt wirklich sehr, sehr wichtig zu sehen, was hier los ist. Weil, fallen wir unten drunter, haben wir auf Tagesbasis einen Abwärtstrend. Gehen wir aber oben drüber, haben wir tatsächlich die Chance, die Aufwärtsdynamik wieder mitzunehmen. Ja, das heißt, dass wir hier an dieser Stelle, wenn wir uns das mal anschauen wollen, hier schön die Gegenbewegung genommen haben, die Korrektur eingeleitet haben sozusagen. Und jetzt entscheidet sich der Markt hier irgendwo hin und her. Das ist so eine Art Bodenfindungsphase hier unten. Wenn wir oben drüber fliegen, über die, naja, sage ich mal auch nachhaltig, über die 74 knapp 5, dann haben wir gute Karten, die Oberseite anzulaufen. Das Spike hoch hier oben ist ein wichtiger Marker, gerade wenn wir uns das auch mal in der Kleinzeiteinheit anschauen. Wir gehen mal kurz in die vier Stunden. Dann sehen wir halt, wir haben momentan noch die Situation fallender Tiefs, das ist ganz klar, die haben wir da. Aber wir haben momentan, entschuldigt, wir haben die Situation fallender Hochs. Und unten drunter haben wir keine neuen Tiefs. Ja? Das sehen wir, also der Druck kommt von oben nach unten, aber unten drunter baut sich der Druck nicht weiter auf. Der hält noch stand. Und da kommt es jetzt wirklich drauf an, wie sich das Ganze auflöst. In einem ganz normalen Szenario wird es so enden, dass der Druck von oben immer, immer größer wird. Das heißt, wenn die Händler immer früher anfangen zu verkaufen, ist das ja ein Signal. Heißt an dieser Stelle, das würde dann den Druck nach unten aufbauen und deutlich die Unterseite ins Visier nehmen und wenn diese Marke hier unten um die ähm, 724 bis 726 nicht hält, dann haben wir eher die Unterseite und dann müssen wir konstatieren im Tageschart, dann brechen wir hier drunter durch. Ja, und dann liegen die Anlaufpunkte hier mal ganz klar auf der Unterseite bei 718 bzw. 711 hier in diesen Drehbereichen unten drinnen. Das ist das, was wir hier sehen. Wenn hier tatsächlich der Schub nach unten kommt, nach oben hin, wie schon gesagt, das ist das, was wir hier im Tageschart sehen. Wenn wir über die knapp 74,4 äh, bis 74,5 drüber laufen, dann haben wir hier einen kleinen Aufwärtstrend. Also im kleinsten Bereich wäre das sozusagen das hier. Ich skizziere es mal kurz ein. Wenn wir hier jetzt tatsächlich keine Tiefs finden, keine neuen Tiefs sondern wirklich nach oben treffen, das wäre dann das kleine und das wäre dann ein kleiner Aufwärtstrend und der hat dann durchaus die K Chancen hier nach oben zu laufen. Wer das Ganze im Kurzfristbereich traden möchte, da schalte ich jetzt mal ganz kurz in die Stunde oder in den Stundenchart um. Wer sieht halt hier im Stundenchart auch ganz klar. Das Hin- und Her-Getingel. Und was wir hier im Hin- und Her-Getingel halt auch sehen, ist, schaut euch das mal an, hier der Markerbereich. Ich ziehe mal ganz kurz hier das hier, dieser Bereich hier unten, diese 7331, äh, das ist momentan das Level, was es angibt. Wir trennten hier nach unten, das ist ganz klar. Und wenn wir hier drunter fallen, Setzt sich dieser kleinste Abwärtstrend nach unten fort und der hat dann natürlich die Anlaufpunkte, hier ganz grob mal unten drunter zu sehen. Hier die 72, also knapp die 73, beziehungsweise hier unten dann diesen Bereich um die 72,67. Diese Marker, das ist das, was wir auf der Unterseite sehen. Also hier ist ein Hin und Her momentan. Für die, große, für die großen Bewegungen ist das kein gutes Entscheidungslevel, weil der Markt halt dieses Hin und Her macht. Ähm, Im kleinsten Bereich allerdings, wer das kurzfristig traden möchte, der hat durchaus die Chancen. Hier, wenn es unten drunter Durchbricht etwas Stückchen nach unten mitzunehmen. Innerhalb dieser Schwankungsbreite sollten wir allerdings nach oben gehen. Das heißt, wenn wir hier oben drüber laufen und hier über dieses Level drüber laufen, also knapp die, na, jetzt springen wir nicht andauernd auf die 78,8, hier die ähm, auf die 73,85 äh, in etwa. Wenn wir hier drüber gehen, ist dieser kleine Abwärtstrend rausgenommen dann haben wir die Chance, uns ein bisschen nach oben zu bewegen. Also hier ist hin und her Seitwärtsphase angesagt. Im kleinsten Bereich haben wir allerdings die ein oder andere Entscheidungsmarke, die wir hier durchaus nehmen können. Also es kommt auch hier immer darauf an, was getradet werden soll. Wer mir hier übrigens Fragen stellt, das würde mir persönlich auch sehr, sehr stark helfen, wenn ich jetzt weiß, jetzt nicht nur das Währungspaar zu analysieren, sondern einfach mal, dass ich auch weiß, welcher Zeitrahmen hier äh, für den Fragesteller oder die Fragestellerin relevant ist, dann kann ich ein bisschen besser auf die Zeiteinheiten eingehen. Das hilft so ein bisschen, den richtigen Fokus zu bringen, weil es nützt ja nichts, wenn ich hier äh, den, äh, den Stundenchart avisiere, wenn jetzt jemand die Woche traden möchte. Das macht dann relativ wenig Sinn. Gut, das dazu. Weitere Fragen sehe ich jetzt hier nicht. Das heißt an dieser Stelle ganz lieben Dank fürs Zuschauen. Wir haben es jetzt, oh, der DAX ist schon längst losgestartet. Äh, 7 nach 9, spät geworden heute. Allen gute Trades, morgen geht es weiter mit dem Blick in neue Handelsideen um 8.30 Uhr anschließend. anschließend. Schauen wir ein bisschen auf ein paar Wirtschaftsdaten. Da werde ich mal ein bisschen intensiver aus, was wir diese Woche an Daten bekommen haben. Die waren nämlich gar nicht so schlecht an dieser Stelle. Und dann machen wir hier den tiefgreifenden Blick in die Indizes, was hier möglicherweise auf uns warten kann. Also, morgen wieder voller Kalender. Ich freue mich drauf und bis dahin allen gute Trades. Tschüss.